Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kondensatorschaden.de. Das heutige Video ist der erste Teil einer Mikrocontroller-Reihe, in der ich euch die einfache Handhabung und die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten eines Mikrocontrollers anhand von praktischen Beispielen erläutern werde. Doch bevor wir den Mikrocontroller verwenden können, müssen wir ihn programmieren. Ich habe hier zwei Programmer liegen, ein USB-Modell von ehio.de und ein älteres Modell für den Printerport. Das USB-Modell verfügt über alle gängigen Funktionen wie Lesen und Schreiben der Mikrocontroller, eine externe Stromversorgung und ist mit 6 Euro ziemlich günstig. Wer noch einen älteren Printerport an seinem Rechner hat, hat besonderes Glück. Mit nur 2 Widerständen und 4 Kabeln lässt sich so ein Programmer leicht selber bauen. Links dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Angebunden werden beide Programmer über das gleiche 6-polige Flachbandkabel. Nachdem wir uns für einen Controller entschieden haben, müssen wir diesen noch in Basecom AVR als einen solchen angeben, damit das Programm weiß, mit welchem Modell wir programmieren. Aus einer ziemlich langen Liste wählen wir nun den Pass aus. Ich habe hier den von ehio definiert, geben zusätzliche Parameter an und bestätigen das Ganze. Anschließend können wir ein neues Projekt anlegen. Mit dem Befehl regfile m8dev.dat geben wir dem Programm nun an, um welchen Mikrocontroller es sich handelt. In diesem Falle einen Atmega 8. Das rechte Schaubild zeigt nun gut an, welcher Pin welchen Namen trägt und welche Funktion dieser beinhaltet. Mit der ClearChip-Funktion könnt ihr diese Auswahl wieder aufheben. Wir werden nun an den ersten Pin, Pin C5, eine LED hängen. Also geht es damit gleich weiter. Als nächstes setzen wir nun die Taktfrequenz des Mikrocontrollers auf 1 MHz, also 1 Million Hertz, mit dem Befehl Crystal fest. Anschließend konfigurieren wir den Port C5 als Ausgang. Schließlich soll hier dran eine Last hängen. In einer Do-Loop-Schleife werden alle Befehle endlos wiederholt. Daher schalten wir zunächst den Port C5 1, um die LED aufleuchten zu lassen, und versehen das Ganze mit dem WaitMS200 Befehl. Das heißt, der Mikrocontroller wartet anschließend 200 Millisekunden, bevor der nächste Befehl greift. In diesem Falle Port C5 gleich 0. Das heißt, die LED wird ausgeschaltet. Man hat auch die Wahl, einen einfachen Wait-Befehl zu verwenden, der in ganzen Sekunden rechnet. Aber an dieser Stelle eignen sich Millisekunden besser. Nachdem das Programm nun fertig ist, können wir es noch gerade abspeichern und nach dem Kompilieren es auf den Mikrocontroller übertragen. Das war es auch schon. Das Testprogramm ist fertig und die LED blinkt. War doch gar nicht so schwer. Nun, jetzt ist eine einfache LED am Mikrocontroller vielleicht ein bisschen langweilig. Als nächstes kommt daher ein Taster ins Spiel, mit dem wir die LED nur anschalten wollen, wenn der Taster gedrückt ist. Hier baue ich noch kurz einen Pull-Up-Widerstand dazwischen. Weitere Infos dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Den Taster selbst schließe ich an den nächsten Pin an, das ist der Port 4 und befindet sich gleich unter der LED. Nun zurück in unser eben geschriebenes Programm. Hier müssen wir zunächst ein paar Umbauten vornehmen. Zunächst einmal kann der alte Quellcode der Funktion weichen, schließlich soll hier etwas Individuelles entstehen. Anschließend definieren wir den Pin C4 als Eingang, da hier der Taster dran hängt und der Mikrocontroller hier auf Befehle warten soll. Mit dem Befehl Pin C4 gleich 1 geben wir an, dass er auf eine High-Flanke warten soll. Nun schreiben wir in die Do-Loop-Schleife einen If-Befehl, also eine Wenn-Dann-Bedingung. Wenn der Pin C4 0 ist, also gedrückt wird, dann schaltet die LED ein. Else bedeutet in diesem Fall, dass wenn der Taster nicht gedrückt ist, soll die LED nicht leuchten. Mit einem WaitMS10 Befehl geben wir noch eine kurze Verzögerungsdauer von 10 Millisekunden an, bevor die nächste Funktion in Kraft tritt. Damit wäre auch dieses geschafft. Die LED blinkt nun immer, sobald man den Taster drückt und solange wie dieser gedrückt wird. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. In den nächsten Tagen kommen dann weitere Videos und Anleitungen rund um den Atmega 8 Mikrocontroller. Links und weiterführende Informationen findet ihr in der Beschreibung.